So, willkommen liebe Leute, weitere Naturbeobachtungen und keine Angst, wir werden gleich wo hingehen, wo es lauschiger ist, aber ich möchte mit euch anschauen Genotypen, Phänotypen und Ökotypen und da kann es ganz hilfreich sein, wenn wir da diese Vogelmiere sehen und welche gewaltige Erscheinung das diese Vogelmiere da hat, weil die Vogelmiere kann in ganz vielen verschiedenen Phänotypen auftreten, was das aber genau ist, das schauen wir sich wieder in lauschigen Bereichen an. Ich wollte das als Einstieg wählen, weil das da eben eine beachtliche Ausformung ist von der Vogelmiere. Tolle Sache. Gut, ihr dürft sitzen bleiben, wir sehen sie im lauschigen Walde. So schaut's, die was schon länger mitgingen, beziehungsweise im letzten Jahr auch dabei waren, die wird's gleich gruseln und die werden sagen, oje, der Löwenzahn liegt da, und das mit dem Genaufbau liegt da, oje, oje, es wird sperrig. Ja, ihr habt's recht, es wird sperrig, aber wir kommen nicht drum rum, wenn wir uns ein bisschen fürs Pflanzen und Pflanzenaussehen interessieren, dass wir sie eventuell auch dafür interessieren, wie das Ganze funktioniert. Und das versuche ich jetzt in meiner laienhaften Art und Weise ein bisschen an den Tag zu legen. Wir haben ja schon gesagt beim Einstieg, wir werden uns anschauen, was Genotypen sind, was Phänotypen sind und ich habe auch Ökotypen nur erwähnt. Also da haben wir Klettenlaubkraut. Anhand vom Klettenlaubkraut werden wir sich das mit dem Ökotyp noch ein bisschen anschauen. Aber vielleicht von vorne. Der Genotyp, und bevor wir sich dann diese Grafik da anschauen, der Genotyp ist eben der Grundbausteinsatz, der genetische Grundaufbau von einem Wesen, Schrägstrich, es kann jetzt tierisches Wesen oder pflanzliches Wesen sein, das ist einmal die Grundausstattung, die was verschiedene Aussehen ermöglicht innerhalb der Grenzen der genetischen Möglichkeiten dieser Bausteine. Was ist damit gemeint? Der Phänotyp, also jeder Genotyp, und das erkläre ich dann anhand vom Löwenzahn, da ist das erforscht worden, beziehungsweise anhand von der Vogelmiere wird es ihr auch selbst ziemlich gut noch erforschen können. Jeder Genotyp kann abhängig von den verschiedenen Wuchsbedingungen, sei es Ort, wo er wächst, sei es Sonneneinstrahlung, Wasserverfügbarkeit, Höhenmeter, verschiedene Aussehen annehmen. Also das ist dann bedingt praktisch von den Wuchsbedingungen und Umgebungsbedingungen. Und das Ganze, und das schauen wir sich dann eben beim, wo hat es hier geschaut, beim Klettenlaubkraut, da kenne ich, da gehen wir dann ein paar Meter weiter, ich meine, das ist eh da auch überall Klettenlaubkraut, aber dann kann ich euch sagen, so wie da die Vogelmiere so vorherrschend ist, kann auch das Klettenlaubkraut vorherrschend sein und da schauen wir sich das dann genauer an. Das kann sich so weit eben, dass der Phänotyp sie festschreibt, also dass praktisch die genetische Information, die was zum Aussehen beiträgt, dass die so stark gespeichert wird, dass die nicht wieder verloren gehen kann, sondern immer wieder so wächst. Das wird noch klarer, wenn wir das dann abschließend beim Genotyp erklären. Vielleicht. Und dass wir nochmal Grundverständnis haben, die Bausteine, also das ist jetzt für uns Menschen und über ganz viele Pflanzen ist es auch so, nur gibt es dort noch Ausnahmen, die werde ich dann nur kurz erwähnen, aber dass wir das mal gesehen haben, bei uns Menschen ist es eben so, dass eigentlich in jeder Zelle, es gibt Ausnahmen, nämlich unsere Geschlechtszellen, aber im Grunde sind in jeder Zelle immer 46 Chromosomen drinnen und die sind aber nicht 46 einzeln unterschiedliche, sondern es sind eigentlich 23 Chromosomenpaare. Wo kommt das Ganze her? Wenn Mama und Papa sie vereinen, also Eizelle und Spermazelle, die Eizelle und die Spermazelle werden speziell gebildet, eben Grundbaustein ist eben so eine 46 Chromosomen besitzende Grundzelle, die ganze wird, das heißt die Meiose, das ist eine Reduktionsteilung, das ganze wird dann praktisch aufgeteilt und wenn man 46
durch zwei teilt, dann bleibt eben eine Zelle über, also eben eine Eizelle mit entweder Eizelle mit 23 Chromosomen oder wenn es im Falle von Mann aufgeteilt wird, bleiben Spermazellen über. Aber jede dieser Spermien hat wieder nur 23 Chromosomen. Nachdem sie eine Reduktionsteilung von 46 gegeben hat, die Hälfte wären dann 23. Wenn dann die Bienen- und Blütegeschichte vollzogen wird, dann finden ja Eizelle und Spermazelle wieder zusammen und bang, was hat man? Man hat wieder 23 und 23, also diese erste Grundzelle, die was durch Verschmelzung von Eizelle und Spermazelle entsteht, ist dann auf einmal wieder mit 46 Chromosomen. Das sind aber eigentlich die zwei Chromosomensätze, a 23 Chromosomen, aber wir haben dann wieder das 2n, also ist eine diploide Zelle, wir haben dann eben wieder eine Vereinigung und es gibt diese 46 Chromosomen wieder. So weit, so gut, wenn sich da wer näher interessiert, keine Angst, wir werden das vielleicht sogar nochmal sehen, wenn wir es in Löwenzahn genauer anschauen, werde ich die Grafik wahrscheinlich auch nochmal zum Rausholen haben, dann reden wir nochmal genauer, dann können wir vielleicht auch nochmal erklären, wie es zum Männchen und Weibchen kommt, weil auch das kann wichtig sein, sogar im Pflanzenreich, ganz oft ist im Pflanzenreich nicht so gelöst wie bei uns Menschen, dass es Geschlechtschromosomen gibt, die was dann das Geschlecht determinieren. Aber das führt jetzt zu weit. Es ist eben so, dass jedes Wesen, sei es jetzt da diese Knoblauchsrauke oder die Vogelmiere oder dieser Pflanzenkasperl da, einen Grundbaustein hat, oder Grundbausteine hat, die was ausmachen und das ist praktisch der Genotyp. Der Genotyp Mensch wäre praktisch ein doppelter Chromosomensatz mit 46 Chromosomen insgesamt, eben zusammengesetzt aus 2x 23 Chromosomen von Mama und von Papa. Innerhalb von dieser Genausstattung ist aber eine Menge Variation möglich. Ihr wisst es selbst, wir haben zwar praktisch nur ein Gen, das was zuständig ist für die Augenfarbe, aber es gibt ganz viele verschiedene Augenfarben-Variationsmöglichkeiten. Also es kommt davon, wie das Gen, das was für die Augenfarbe zuständig ist, geschaltet ist. Und dies führt Pflanzen dann auch ganz oft zu diesem Phänotyp. Also die Vogelmiere da in diesem Beispiel, die Grundvogelmiere oder alle Vogelmieren haben alle das gleiche genetische Ausgangsmaterial, aber bedingt durch die Wuchsbedingungen, also wo es wachsen, welche Höhenmeter, wie die Temperatur ist, wie die Wasser verfügbar ist, trägt dazu bei, dass die Gene verschieden geschaltet werden, so dass verschiedene Baupläne umgesetzt werden können. Also ganz groß, wie wir das letztens gesehen haben, also beim Lärm draußen, wo ich das gefilmt habe, oder eben so halb groß, wie wir das da haben. Aber die Vogelmiere kann auch ganz, ganz klar wachsen, nur 2-3 cm hoch und dennoch ist dieselbe Vogelmiere, selbes Grundmaterial an genetischen Möglichkeiten, die aber anders geschaltet sind. Und das mit dem Phänotyp ist toll erforscht worden und darum habe ich uns da einen kleinen Löwenzahn mitgebracht. Das hat sich einer angeschaut, der hat einen Löwenzahn geschnappt und hat ihn in der Mitte durchgeschnitten. Das ist jetzt ein kleines Exemplar, aber wenn ihr größere Löwenzähne habt, die was älter sind, da ist dann auch dieses Wurzelwerk anders und wenn man das dann schön teilt, dann sind beide Teile wieder lebensfähig und der hat sich das angeschaut und hat einen Teil eben ganz hoch oben angesetzt mit viel Höhenmeter und einen Teil ziemlich auf Meeresebene und beide Teile sind verschieden in der Ausformung gewachsen. Das, was an Meeresebene, also ein bisschen über Null gewachsen ist, hat ganz große Blätter gehabt, lange Stiele gehabt und das, was oben am Berg gewachsen ist, mit viel Höhenmeter, hat ganz kurze Blätter gehabt, kurze Stiele, kleine Blätter und ist ganz gedrungen gewachsen. Obwohl eben die genetische Information die gleiche gewesen sein muss, weil es ja eine Stammpflanze war, haben eben die Wuchsbedingungen
zu unterschiedlichen Wuchsbildern geführt. Voll interessant, wie ich finde. Und das heißt manchmal, also gerade wieder zum Beispiel bei der Vogelmiere, wenn wir auf Vogelmieren treffen, die was so riesig sind wie die am Anfang oder so ausschauen wie jene hier, sind dennoch vom genetischen Grundmaterial eins dasselbe. Jetzt haben wir praktisch den Genotyp, wir haben den Phänotyp, beziehungsweise auch den Phänotyp da gesehen. Und jetzt gibt es aber noch eine spezielle Geschichte, nämlich es gibt auch Ökotypen. Und den Ökotyp schauen wir sich anhand vom Klettenlabkraut an, aber nachdem ich da das Klettenlabkraut so mühsam suchen muss, gehen wir ein kleines Stückchen weiter, wo das Klettenlabkraut dann massig ist. Aber bevor wir da gehen, bevor das jetzt, wenn einer eigentlich wegen einfacher Informationen da ist, ganz schnell noch, schaut, die Vogelmiere, voll die super Pflanze, ein gut essbar, ganz mild, schmeckt maisartig, kann man also auch in großen Mengen gern benutzen, in Smoothies und in Salate. Auch so voll die interessante Pflanze, es gibt ein paar Pflanzenbewegungen, bei Regen oder Regentage gehen die Blüten in der Regel gar nicht auf. Es gibt Schlafbewegungen von den Blättern, sodass das Ganze in der Nacht mehr nach unten hängt. Es gibt zum Teil kleistogame Blüten, heißt, es gibt nicht nur die Blüten, die was so schön aufgehen, auch wenn sie unauffällig sind, um dann bestäubt zu werden. Es gibt auch Blüten, die bleiben ein ganzes Blütenleben zu und bestäuben sie dann einfach selbst innerhalb dieses zugebliebenen Blütenknöllchens und so kommt es natürlich zu einer hohen Samenproduktion und durch diese hohe Samenproduktion auch zu massigen Ausbreitungen. Das Ganze muss sich eigentlich auch massig über Samen ausbreiten, weil im Vergleich zu so vielen anderen Pflanzen, die was ich euch schon vorgestellt habe, gibt es keine Rhizome, die was irgendwie dahin kriechen. Es gibt keine vegetative Vermehrung. Ist eine ganz kurzlebige Pflanze, also die wächst aus Samen, geht ziemlich schnell, dass das so groß wird, macht neue Samen und dann stirbt die Pflanze wieder ab. Das Ganze geht dafür so schnell und auch relativ Temperatur- und Jahreszeit unabhängig, dass die Vogelmiere manchmal sogar 3 Generationen innerhalb von einem Jahr schafft. Und in milden Wintern wird sie es möglicherweise sogar im Winter blühend vorfinden. Okay, ihr dürft sitzen bleiben und ich gehe mit euch ein kleines Stückchen weiter, wo wir eben dann das Klettenlabkraut massig zur Verfügung haben. Das ist nur ein Einschub, wir sind noch nicht dort, wo es nur das Klettenlabkraut gibt. Das habe ich vergessen, das ist vielleicht jetzt noch nicht ganz klar rausgekommen, ist ganz wichtig beim Phänotyp. Noch weiter erzählt praktisch diese Löwenzahngeschichte, der hat dann auch diesen Löwenzahn vom Berg wieder unten angebaut und umgekehrt und obwohl der Löwenzahn am Berg so gedrungen gewachsen ist, hat er unten große Blätter gebildet und umgekehrt. Das heißt, das Programm, das was abgespielt worden ist, große Blätter oder kleine Blätter, das war nur ein vorübergehendes Programm und hat geändert werden können, je nachdem eben wie die Wuchsbedingungen sind. Und ähnlich ist dann auch bei der Vogelmiere. Vogelmiere, die was jetzt da groß wächst und Samen gibt, wenn es da wieder weiter wächst, im nächsten Jahr wird es wieder groß wachsen. Wenn aber diese Samen wohin getragen werden, wo die Bedingungen andere Bedingungen sind, dann wird es dort klein wachsen. Also die Bedingungen, die was dieses Aussehen erzeugen, sind nicht gespeichert. Anders ist es eben jetzt dann bei den Ökotypen, das was wir uns beim Klettenlabkraut anschauen, da sind eben diese Verschiedenartigkeitsinformationen dann fixiert worden. Aber das sehen wir gleich genauer.
So, schaut, ich bin nur unwesentlich weit gegangen. Es waren keine 10 Meter und ich habe mich wieder ins Gebüsch reingeschlagen. Und da schaut das Ganze ganz anders aus. Da ist das Klettenlabkraut vorherrschend. Aber schaut auch da, man würde da auch wieder die Vogelmiere finden, halt umgekehrt. Bei der vorigen Vogelmiere haben wir ein bisschen Klettenlabkraut gehabt. Da haben wir einen Haufen Klettenlabkraut und ein bisschen Vogelmiere. Ist auch ganz gut, weil eigentlich wollte ich bei der Vogelmiere noch was dazu sagen, aber das vielleicht am Schluss. Am Klettenlabkraut, Name ist Programm, das Ganze, das klettet ziemlich, das hat damit zu tun, dass es ganz feine Widerhakelchen überall hat. Ich weiß nicht, ob das meine Kameratechnik gut präsentieren kann, aber man spürt das im Greifen, im Heben, also das kann sogar eben an Haut und an Fingern gut haften. Zeitgleich, auch wenn es so klettig ist, es ist eine beliebte Grünpflanze, gerade wie der Gründonnerstagssuppe, wenn wir den Kopf haben, aber eben auch ein grünes Smoothies passt echt gut rein und ist auch relativ mild, kann man mehr davon reingeben. Es ist halt wirklich, man muss fast durch einen Smoothie Maker tragen, weil zum Schlucken ist es unangenehm, sonst durch diese rauen Widerhaken. Und wenn es einmal, das ist ja jetzt noch jung, wenn es einmal groß und größer ist, also das kann weit über einen Meter auch aufsteigen, durch diese Kletthaare kann sie sich auch wo fest, also da hält sie sich dann wo fest und oder stützt sie eben auch gegenseitig, das sieht man da wieder schön, kann das wirklich ein ziemlich hohes Dickicht werden. Aber selbst da gibt es Berichte, dass sie das dann Menschen ganz gern durch einen Entsafter jagen und dann den Saft konsumieren. Da weiß ich persönlich jetzt wieder nicht, ob das sinnvoll ist. Das muss man selber wissen, aber grundsätzlich wäre es möglich. Und beim Klettenlabkraut ist eben interessant, da gibt es nicht nur Phänotypen, also abhängig vom Wuchsort verschiedenes Aussehen, sondern da haben sie Ökotypen entwickelt. Und Ökotypen sind so gesehen wie Phänotypen, nur dass dieses Pheno, also diese Aussehenseigenschaft, sie fixiert hat in den Genen. Nicht, dass neue Gene entstanden sind oder dazu oder weggekommen sind, nein, sondern die Schaltung, wie ein spezielles Gen geschaltet wurde und diese Schaltung ein spezielles Aussehen oder Verhalten bedingt, diese Schaltung ist gespeichert worden. Wer sich da näher interessiert, ich glaube, das geht in die Epigenetik rein. Das ist für mich schon viel zu hoch. Grundsätzlich, das Prinzip ist leicht verstehbar. Wie es dann aber wirklich funktioniert, dass sowas gespeichert wird, das kann ich euch nicht erklären. Aber voll interessant, es gibt eben bekannterweise beim Klettenlabkraut den Ackerökotyp und den Heckenökotyp. Der Ackerökotyp funktioniert so, das ist eine einjährige Pflanze, die was praktisch nur einmal lebt, also einmal wächst, einmal blüht, einmal Samen wirft und dann vergeht. Aber der Ackerökotyp wächst so, wenn der fertig ist und Samen ausstrahlt, dann beginnt noch im Jahr der Samenreife ein frisches, kleines Pflänzchen, das spielen wir jetzt da nur, weil ich glaube, dass wir da beim Heckenökotyp sind, ein kleines Pflänzchen zum Wachsen anfängt und dieses kleine Pflänzchen überwintert dann und gibt dann im Frühling so richtig Gas, fängt zum Wachsen an, macht Blüte und Frucht und das war's dann. Der Heckenökotyp, wo ich annehme, dass wir den jetzt da vorfinden, funktioniert anders. Wenn da die Samen jetzt dann ausgestreut werden nach der Fruchtreife, dann bleiben die Samen einfach liegen, keimen noch nicht aus. Die brauchen dann den Reiz des Winters, um dann im Frühling keimen zu können.
und die schirben dann dafür im Frühling nach dem Keimen, machen es gleich so richtig Meter und haben ganz lange Internodien, also diese Abstände zwischen diesen Blattbereichen, das sind die Internodien, und das ist eben typisch für den Heckenökotyp, dass die von Anfang an gleich richtig anschirmen und ganz lange Zwischenteile haben. Beim Ackerökotyp sind eben diese Jungpflänzchen gedrungener und diese Abstände, also diese Internodien, sind viel kürzer, und auch diese Kürze behält sie, also die wird natürlich schon länger im Wachsen, aber die Internodienabstände sind andere. Muss man natürlich jetzt eventuell wieder ein Botanikprofi sein. Ich traue mich jetzt nicht bei Wer wird Millionär ganz genau wetten, dass das jetzt sicher der Heckenökotyp ist. Aber das Grundprinzip, denke ich, ist erklärt worden. Ja, voll interessant, wie ich finde. Also da ist praktisch das abgespeichert worden und hat die Pflanze so weit verändert, dass es zwei verschiedene Lebensweisen gibt, ohne dass die genetische Grundausstattung verändert worden ist. Super Sache. Bei der Vogelmiere vielleicht noch abschließend, ganz oft gibt es Artengruppen. Artengruppen sind bei Pflanzen, die was sie sehr, sehr ähnlich sind im Erscheinungsbild und Wuchs und natürlich auch zur selben Gattung gehören, aber dann doch unterschiedlich ausschauen. Bei der Vogelmiere gab es zum Beispiel die kahle Vogelmiere, heißt es, glaube ich, und die großblütige Vogelmiere. Die haben zwar auch einen eigenen Artennamen, haben auch ein eigenes genetisches Material bzw. genetische Grundausstattung, sind aber dann trotzdem zusammengefasst in eine Artengruppe. Das ist kein Phänotyp dann, sondern eine eigene ähnliche Art, aber das wird in Artengruppen zusammengefasst, aber das nur erwähnt, also eine ähnliche Art ist nicht ein Phänotyp, also eine standortbedingte Ausformung von einer Grundart, die was ein genetisches Material hat. So, jetzt weiß ich nicht, und ich hoffe, dass das irgendwie packbar war. Wir werden da jetzt noch ein paar Mal drüber stolpern. Ich möchte mir mit euch den Löwenzahn genauer anschauen, weil der ist hochinteressant. Und ich möchte nach und nach, vielleicht machen wir das erst im späten Frühling oder früh im Sommer, ich möchte mit euch tatsächlich noch mal ein bisschen die Reise der Pflanzenentwicklung durchmachen, weil es hochinteressant ist, wie sich das Ganze punkto genetischen Spiel verhält und entwickelt hat, aber dazu später einmal mehr. Gut, es ist jetzt ja voll die schwierige Zeit, es kracht überall, also nicht am Lärm, sondern es kommen so viele Pflanzen raus. Es wird jetzt spannend, wie wir das machen, dass es nicht überfordernd wird für mich oder für euch. Ich hoffe, das passt so, wie es jetzt ist, und wir sehen Sie beim nächsten Mal. Da wahrscheinlich wieder eher mehr Blühendes. Okay, bis dahin.